So, bevor wir die Champignons braten, mache ich die in einer Schüssel, lege ich sie ins Wasser, reinige die, schäle sie so und schneide sie dann in dünne Scheiben. Ich zeige euch das jetzt mal einfach bei einem, wie ich das mache. Immer so unten raus, da geht es recht einfach. Den Stängel hier unten noch ein bisschen hartisch abschneiden. Und dann machen wir das so, machen wir da hier möglichst dünne Scheiben. Die lassen sich dann relativ leicht und schön anbraten. Und die braten wir dann in der Pfanne so, dass sie ein bisschen angebraten sind, ein bisschen golden sind. So, das macht ihr jetzt mit den ganzen Champignons. Ich mache die jetzt mal zuerst dazwischen in eine Schüssel rein, weil ich alles in der Pfanne nicht Platz habe, weil die Champignons jetzt noch ziemlich viele sind und ziemlich ein großes Volumen haben, weil da ziemlich viel Feuchtigkeit drin ist. Es wird dann nach dem Braten kleiner, das heißt, so ein Champignon-Teil wird dann nach dem Braten ein bisschen zusammengeschrumpft sein. Und die können wir dann nach dem Braten einfach auf die Seite legen und dann beginnen wir mit der Suppe und die Champignons geben wir dann am Ende dazu. So, beim nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr die Champignons anbratet.